In Deutschland wird jede Woche ein Mensch entführt. Da rund 90% der Fälle zeitnah von der Polizei aufgeklärt werden, erfährt die Öffentlichkeit meist nichts davon. Auf die Polizeikommissare Michael Smolik und Katja Wolf kommt jetzt ein besonders emotionaler Fall zu. Zunächst sieht aber alles nach einem Routineeinsatz aus. Ich finde auch so Wintermenschen sind ein bisschen unsympathisch. Was mit dem? Hat das ein bisschen Eis? Innerorts überholt er uns. Also, wow. Hallo? Noch jemand? Machen wir Blaulicht. Was ist mit denen, ey? Egon für Egon 1930. Wir haben hier zwei flüchtige Fahrzeuge, die uns überholt haben. Innerorts sehr, sehr schnell fahren. 70, 80 km/h. Alles klar, Egon, verstanden. Habt ihr ein Nummernschild? Ja, Duisburg. Anton Paula 4533 ist ein Polo, ein grüner. Und der andere, Duisburg Martha Nordpol 879. Das ist ein Ford. Hier ist die Polizei. Halten Sie sofort an! Halten Sie sofort an, die Polizei! Boah, ey. Die reagieren doch nicht auf meine Zeichen. Die reagieren überhaupt nicht. Was ist denn los, ey? Ich werd gleich noch im Graben hier, ey. Ist die besoffen oder was? Boah. Kann ich hier ernst sein, ey? Oh. Oh. Du Scheiße. Wow. Oh. Scheiße, da brennst. Und zu den Feuerlöscher? Rennst du vor zu ihr? Können Sie mich hören? Warten Sie eine Sekunde, ich hole Sie da raus. Können Sie mich hören? Sind Sie verletzt? Ich glaube nicht. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht an den Scherben hier noch verletzen. Also in diesem Fall ist es wirklich unglaublich, dass die Fahrerin keine einzige Schramme hat. Ihr geht's wirklich gut und sie hat auch kein RTW gebraucht. Die hat da wirklich mehr als 20 Schutzengel gehabt. Meine Tochter ist weg. Wo ist Ihre das Tochter? Auto? Was für meine Auto? Tochter wurde entführt. Okay, gehen wir mal vom Auto hier weg. Ist das Ihre Tasche? Ja. Der Fall wird noch unerwartete Ausmaße annehmen und viele weitere Kollegen der Hauptwache in Atem halten. Katja Wolf ermittelt, was es mit der mutmaßlichen Entführung der Tochter auf sich hat. Ich wollte meine Tochter abholen und dann habe ich gesehen, sie ist in ein fremdes Auto eingestiegen und dann ist sie plötzlich weg und dann was bin für ein ich Auto hinterhergefahren. Denn? Ein Auto, ein fremdes. Was war das überhaupt für eine Aktion mit der Verfolgung? Da haben Sie dann den Entführer entdeckt oder was war das? Ja, ich bin den hinterhergefahren und hab kennen ihn Sie gefolgt. Den? Haben Sie ihn einen erkannt? Ausweis dabei einmal für uns bitte? Ja, habe ich. Haben Sie ihn erkannt? Haben Sie eine Beschreibung der Person oder irgendwas? Nee, wir hatten vor 8 Jahren ein Problem mit der ehemaligen Ex von meinem Mann. Das ist doch der Fahrer. Und seine Ex hat uns gestalkt. Der Noch-Ehemann der Verunglückten und Vater des vermissten Kindes kommt hinzu. Die Mutter hatte ihn von unterwegs über die Entführung ihrer Tochter informiert. Seit ihrer Trennung lebt das Kind bei ihr. Also, ich wollte Nele von der Schule abholen. Und da ist sie in ein fremdes Auto eingestiegen. Und ich bin dem Auto gefolgt. Stimmt, Diana. Und Diana ist Ihre Ex-Frau? Nee, ist eine Ex-Freundin von mir. Ex-Freundin, okay. Die hat mich vor ein paar Jahren schon mal gestalkt, also vor 8 Jahren. Ja, uns beide. Sie hat auch Nährungsverbot bekommen, dass sie uns nicht mehr nähern darf. Ist sie also so ein richtig Mensch, wo ihr zutrauen könntet, dass sie sowas macht? Nee, ich denke schon, die war das hundertprozentig. Die war sehr aggressiv damals. Ja. Wie lange ist das jetzt ungefähr her, dass Sie die abholen wollten? Ich habe sie gestern auch von der Schule abgeholt, meine Tochter. Und da habe ich auch ein Bild gemacht von der Diana. Sie haben ein Bild die gemacht? War in der Schule, ja. Zeigen Sie das mal her. 1930 für Egon. Ist denn da in der Vergangenheit in 1930 die Tochter schon mal irgendwas Ähnliches gewesen? Wir haben eine Halterfeststellung von den beiden Fahrzeugen. Die Diana, also meine Ex-Freundin. Nele, das zweite Fahrzeug einer Toschka Diana. Ist das sie? Ist das die Dame, von der Sie gerade genau, erzählt haben? Genau, das ist die. Auf dem Foto, was wir auf dem Smartphone zu sehen bekommen haben, da konnte man auf jeden Fall die vermeintliche Entführerin erkennen. Was wir auf jeden Fall wiedererkannt haben, war hier das Fahrzeug. Und wenn man jetzt berücksichtigt, was da in der Vergangenheit gewesen ist mit Beziehung und beendete Beziehung, dann könnten hier die Beweggründe, die Motive sein, eben Eifersucht oder Rache. Das wissen wir jetzt nicht genau, das sind im Moment auch nur Spekulationen. Die Kripo fährt jetzt zu der Diana. Ja. Ja. Also da müssen wir uns erstmal nicht drum kümmern, die fahren zu der Halteadresse. Mhm. Und überprüfen wir das. Zu meiner Nein, Tochter. Sie kommen nicht mit der Kripo mit. Sie kommen mit uns. Ja, ich verstehe. Okay. Die hat hundertprozentig unser Kind. Beruhigen Sie sich, ich verstehe das. Okay, Sie kommen trotzdem erstmal mit uns mit. Die Kollegen kümmern sich drum. Ja, die fahren zu dieser Diana an die Adresse und Sie kommen erstmal zu uns mit. Während Katja Wolf sich der Eltern annimmt, leitet Michael Smolik eine Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug und dem vermissten Mädchen ein.
Parallel dazu suchen Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminaloberkommissar Bora Aksu die Tatverdächtige auf. Oberste Priorität hat jetzt, das Kind zu finden. Nee. Ja, Toschka, ja, Toschka. Ja? Ja, nix. So, die Tür ist auf. Hallo? Das sieht hier aus, als ob ihr... Ist ein bisschen Unordnung da. Vorsicht. Ja? So. Okay. Einbruch. Das weiß ich nicht. Lass uns noch mal hochgehen. Die Kriminalisten nehmen an, dass in die Wohnung der Tatverdächtigen eingebrochen wurde. Die Polizisten nutzen den Überraschungsmoment für eine Befragung. Sie sind die? Ich bin Diana Toschka. Frau Toschka, zu Ihnen wollten wir auch. Und Sie sind der? Haben Sie gerade hier was mitbekommen? Also wir haben das Haus jetzt so vorgefunden. Wir wollten sowieso zu Ihnen, weil wir mit Ihnen sprechen wollten, Frau Toschka. Okay. Aber die Tür stand offen. Dann haben wir die Wohnung bzw. Ihr Haus so vorgefunden. Okay. Wo steht denn Ihr Wagen, Frau Toschka? Wieso? Sagen Sie uns mal bitte, wo Ihr Wagen steht. In der Garage. Können Sie uns hier mal bitte zeigen? Ja, natürlich. Sie mal bitte auf. Wenn wir jetzt in die Garage gehen und das Auto dort steht, dann, und das Mädchen auch damit entführt worden ist, dann finden wir im besten Fall natürlich das Mädchen. Oder zumindest aber Spuren, die darauf hindeuten, wo es verblieben ist. Also ich sehe kein Auto. Ich habe den doch auch noch gesehen. Können Sie uns das erklären, wo Ihr Wagen ist? Ich weiß es nicht. Der war heute Morgen noch da. Hat noch jemand außer Ihnen Verfügungsgewalt über das Fahrzeug? Nein, nur wir beide. Ich kann fahren, aber ich gestern Abend. Haben Sie den Schlüssel bei sich? Nein, ich habe ihn im Haus. Ja, dann zeigen Sie uns mal den Schlüssel. Okay. Bitte, nach Ihnen. Die Ermittler überprüfen, ob nur das Paar Zugang zu dem Tatfahrzeug hatte. Doch der Autoschlüssel ist verschwunden. Womöglich hat also jemand eingebrochen, um den Schlüssel und den Wagen zu stehlen. Okay, Frau Toschka, ich sag Ihnen mal, worum es geht. Es geht um eine Kindesentführung. Es wurde ein Kind entführt und Ihr Wagen ist damit involviert. Deswegen müssen wir schnellstmöglich wissen, wer da irgendwie Zugriff zu Ihrem Wagen hat. Nur wir beide. Nur wir beide. Kindesentführung? Und Sie sind gestern Abend das letzte Mal mit dir gefahren, haben Sie gesagt. Genau. Ja. Was soll Sie denn mit einer Kindesentführung zu tun haben? Wie lange haben Sie das Auto? Warum? Na, schon länger. Haben Sie gebraucht gekauft, neu? Gebraucht? Okay. Aber... Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich bin heute auch gar nicht in der Garage gewesen. Sind Sie zusammen gewesen heute den ganzen Tag? Ja. Ich bin Lehrer. Wir waren in der Schule. Ich war in der Schule, ich habe Unterricht gegeben. Und dann hat sie mich da von der Schule abgeholt. Genau. Womit haben Sie sich denn abgeholt? Bitte? Mit was haben Sie ihn denn abgeholt? Gelaufen. Die Ermittler halten es für möglich, dass die ehemalige Stalkerin den Einbruch nur vorgetäuscht hat. Womöglich will sie von sich ablenken. Nach der Unfallaufnahme erreichen auch die Streifenbeamten mit den Eltern des entführten Kindes den Einsatzort. Hey! Wo ist Luna? Ich hab doch gesagt, sie soll ihn zurückhalten. Wo ist Luna? Hey! Ruhe jetzt! Hier sind vier Polizeibeamte, ja, und sie halten sich zurück, okay? Das ist eine Stalkerin, das ist aber jetzt in diesem Moment nicht ihre Arbeit, sondern unsere. Insgesamt war die Stimmung hier im Haus recht aufgebracht. Die Mutter, die war noch verhältnismäßig ruhig und besonnen. Der Vater war allerdings hier mehr oder weniger nicht zu bremsen. Deswegen mussten wir dem auch erstmal eine Ansprache erteilen. Und Sie haben gesagt, Sie haben sie gesehen oder was? Ja, haben gestern sie war das. Was heißt, als ich meine Tochter von der Schule abgeholt habe. Als Sie Ihre Tochter von der Schule abgeholt haben, haben Sie sie gesehen? Habe ich sie gesehen. Haben Sie mal ein Bild gemacht von ihr? Die ehemalige Stalkerin könnte das Mädchen an der Schule ausgespäht haben. Doch auch ihr Freund gerät in den Fokus der Ermittlungen. Was für eine Schule ist das denn? Konrad-Adenauer-Schule. Haben Sie nicht vorhin gesagt, dass Sie dort Lehrer sind? Ja, natürlich, ich bin da Lehrer. Ja. Stimmt. Wie heißt die Kleine denn? Luna. Kennen Sie Luna? Sie? Luna Dietz. Luna Dietz? Ja, die ist bei mir in der Klasse. Aha. Und Sie sind der Klassenlehrer? Ich habe Sie doch heute noch unterrichtet. Was sind Sie für Lehrer da? Ich bin Mathematiklehrer, aber ich habe Sie heute noch unterrichtet. Heute noch unterrichtet? Wann? Um wie viel Uhr noch? Das ist jetzt vielleicht 2 Stunden oder 2,5 Stunden her, das kann ich nicht genau sagen. Aber so in den Dreh kommt das schon hin. Ist das Sie? Das ist das Mädel? Ja, natürlich. Ja? Das ist Luna. Frau Toschka. Ich habe sie noch nie gesehen. Frau Toschka, Sie sind gestern auf der Schule gesehen worden. Kann das sein? Ja, weil ich meinen Verlobten abgeholt habe. Aber ich kenne sie nicht.
Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nein. glücklich haben Sie verlobt. Nein, wir waren doch zusammen. Wir sind doch schon seit anderthalb Stunden zusammen. Also wir sind verlobt und ich bin sehr glücklich. Und ich bin auch im dritten Monat schwanger. Und Sie haben aber keine eigenen Kinder sonst. Nee, ich nein, bin sonst schwanger nicht. Und ich meine, ich habe gar keinen Grund, euer Kind zu entführen. Trotz ihrer Unschuldsbeteuerungen bleibt die Frau für die Polizisten verdächtig. Aufgrund der öffentlichen Fahndung nach dem Tatfahrzeug erhält Michael Smolik über Funk einen ersten Hinweis. Folgendes: Busfahrer hat das flüchtige Fahrzeug gesehen, Morsigstraße 135. Okay. Ja, also Sie wissen nicht, ob das Kind dabei ist, auf jeden Fall wurde das Fahrzeug gesichtet. Ich würde vorschlagen, dass wir zwei, also Katja und ich, dahin fahren. Ja. Ihr bleibt hier, KTU, genau. Und regelt den Prozess. Ja, richtig. Wäre vielleicht ganz gut, wenn die das nicht mitbekommen. Ja. Okay. Katja, kommst du mal? Wir müssen los. Gut. Wir müssen los. Ja. Ein Busfahrer hat das flüchtige Fahrzeug gesehen. Straße 135. Vermutlich hat eine noch unbekannte Person die Entführung begangen. Die Polizisten fragen sich allerdings, warum das ausgerechnet mit dem Wagen der ehemaligen Stalkerin geschehen ist. Sie befürchten, dass der Täter dem Mädchen etwas antut. In der Hoffnung, sie unversehrt zu finden, fahren die Beamten den nächsten Einsatzort an. Da ist er doch, oder nicht? Das ist doch die Karre. Ey, da sitzt einer drin. Hey, hey, hey. Der will doch weg. Komm mal vor. Oh, ey. Was denn los mit dem? Aussteigen. Raus. Los, was los? Was machen Sie mit dem Auto hier? Was machen Sie mit dem Auto? Warum wollen Sie abhauen? Ich wollte das Auto gerade nur kaufen, eine Probefahrt machen. Hilfe. Sie wollten das Auto verkaufen, was für eine Probefahrt? Ja? Ja, ich habe das Auto gerade heute. Von wem haben Sie das Auto gekauft? Brinkstein oder Brinkbaum. Da hier 135. Lassen Sie mal stehen kurz. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Den Mann, den wir hier mit dem gesuchten Fahrzeug gestoppt haben, der war ziemlich überrumpelt und überrascht. Man hat ihm schon abgekauft, dass er jetzt hier wirklich nicht mit der Polizei oder mit Ähnlichem gerechnet hat. Er wusste auch überhaupt nichts zu irgendwelchen Fragen von uns zu sagen. Und es klang schon glaubwürdig, dass er hier wirklich eigentlich mit der Sache nichts zu tun hat, sondern eigentlich im guten Gewissen Autoprobe fahren wollte. Und das Auto von, was haben Sie gesagt, in der Anzeige? 30A, da, dieser Mann. Da, wo das Fenster auch auf ist, ja. Oder bringt Stock oder sowas. Die Ordnungshüter finden im Wagen keine Hinweise auf das Mädchen. Dennoch könnte der Autoverkäufer die Entführung begangen und das Kind in seiner Gewalt haben. Die Beamten bekommen es mit einem äußerst aggressiven Mann zu tun. Hallo? Verpiss dich! Verpiss dich, Mann! Was ist denn los, hey? Legen Sie das Ding weg! Legen Sie das Ding weg! Oh! Okay. Katja, löscht du das? Hau ab, du Wichser! Verpiss dich, Mann! Will er hier nicht sehen? Hau ab! Bleiben Sie ruhig! Hau ab! Legen Sie das Ding weg, hab ich gesagt! Auf, Mutter! Runter das Ding, oder ich muss es weiter weg! Legen Sie es weg! Geh runter von mir! Meine Fresse, was ist denn los mit euch? Nach der vorläufigen Festnahme des Mannes sucht Michael Smolik in dessen Wohnung sofort nach der entführten Achtjährigen. Wie ist Ihr Nachname, bitte? Beckstein. Herr Beckstein, was ist das hier für eine Nummer? Was ist denn was für eine Nummer? Naja, wir kommen hier an. Sie schmeißen mit irgendwelchen Molotow-Cocktails aus dem Fenster. Sie gehen mit einem Baseballschläger auf meinen Kollegen los. Finden Sie es so normal, oder? So. Mein Haus. Wo ist das Kind? Wo ist dieses Kind? Keine Hast du es gefunden? Ich keine Ahnung. Ich kenne kein Kind. Ich weiß nicht, was das für ein Kind ist. Was ist das? Ich habe nicht gefunden. Ich habe nur das gefunden. Das, war... das gehört Jetzt mir nicht. Mit seinen Ausweis drin? Hat mir einer reingelegt. Und? Keine Ahnung, wo das herkommt. Batzen Geld. Wo haben Sie denn das ganze Bargeld her? Kann gar nicht von mir sein. So viel Geld habe ich nie gehabt. Mhm. Ja. Und warum liegt das bei Ihnen im Haus? Ah, habt ihr mir wahrscheinlich gerade reingelegt. Ja, wahrscheinlich, weil Polizeibeamte auch immer ein paar tausend Euro in der Tasche haben. Schön wär's. Ja. Wir werden jetzt hier den Tatverdächtigen erstmal der Wache zuführen. Dort wird er von der Kripo vernommen werden zu dem Ganzen. Hier vor Ort wollte er sich ja nicht genau äußern. Wir werden dann auch noch mal schauen, ob die Personalien so stimmen. Ansonsten werden wir ihn eventuell erkennungsdienstlich behandeln. Das wird sich dann zeigen, aber eine Vernehmung durch die Kripo wird auf jeden Fall passieren. Ist aber alles gut soweit bei Ihnen, ja? Nichts abgekriegt? Nein. Okay. Dann müssen Sie sich leider nach einem anderen Auto umschauen. Also den Wagen werden Sie nicht kaufen können, ja? Okay, trotzdem alles Gute für Sie, ja? Sie werden noch mal von uns Post kriegen und sich dann als Zeuge noch mal zu dem Ganzen äußern, okay? Egon, gut.
Das entführte Mädchen scheint weiterhin spurlos verschwunden. Von unterwegs haben die Streifenbeamten ihre Kollegen der Kripo über den vorläufig festgenommenen Autoverkäufer informiert. Er soll auf der Wache zu der Entführung und dem Geld vernommen werden. Und Ihre Meinung zu dem Ganzen ist? Also ich bin mir immer noch sicher, dass es meine Ex-Freundin war. Also bin ich mir zu 100% sicher. Ja? Ja. Ja gut, okay, das werden wir dann versuchen herauszufinden. Ja. Ja. Hi. Hallo. Ja, ja, ja. Michi und ich sind da von dem Auto. Okay. Wir sitzen okay. Drüben. Michi ist bei ihm. Wollt ihr mal eben rübergehen? Ja, klar. Gehen wir rüber. Vor allem die Mutter des Entführungsopfers hält die Ungewissheit nicht mehr aus und will den Verdächtigen zur Rede stellen. Der Autoverkäufer ist kein Unbekannter für die Polizei. Er ist wegen Betrugsdelikten vorbestraft. Herr Beckstein, was Ihnen vorgeworfen wird, ist Ihnen das eigentlich bewusst, um was es hier eigentlich geht? Es geht darum, dass hier ein Kind entführt worden ist. Und das mit dem Fahrzeug, das bei Ihnen vorgefunden wurde. Ha? Es ist hier kein Ladendiebstahl. Hier sind alle Alarmanlagen in allen Polizeidienststellen in Duisburg auf Rot geschaltet. Ist das so? Mein Gott. Ja, es ist das so. Und Sie sind hier so ganz entspannt. Ich weiß von nichts. Vernehmungen haben ganz unterschiedliche Charaktere, sag ich mal. Es gibt Vernehmungen, da hat man viel Zeit, muss sich auch Zeit nehmen, weil man einfach mit Leuten zu tun hat, dem muss man alles aus der Nase ziehen, das dauert lange. Und hier sind wir natürlich jetzt im Druck. Das Kind muss schnell, so schnell wie möglich wieder an Land, ist mal platt zu sagen, es muss zurück zur Mutter. Und deswegen müssen wir schnell versuchen, aus dem so alles rauszuholen, was geht, innerhalb von kurzer Zeit. Packen Sie aus, sagen Sie uns, was Sie zu sagen haben, weil nur das macht auch ein bisschen Eindruck vor Gericht. Ja, was macht das Auto bei ihm? Geld gefunden. Das Geld haben Sie 4.000. Im Auto? Nee, in seiner Wohnung. In seiner Wohnung. Lag unten. Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert macht dem Mann klar, dass der tätliche Angriff auf den Beamten mit dem Molotow-Cocktail eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen wird. Nur eine Kooperation mit der Polizei kann das Strafmaß mindern. Der Kleinkriminelle berichtet schließlich von merkwürdigen Ereignissen. Ja gut, ich hatte vor ein paar Tagen ein Handy im Briefkasten liegen. Wann war das genau? Ja, vor ein paar Tagen, weiß ich nicht mehr genau. Ja, also ein bisschen. Drei Tage. Okay. Und da waren Anweisungen per SMS drauf. Auf dem Handy. Kannten Sie das Handy? Von wem war denn das Handy? Weiß ich nicht. Wer war der Absender von diesen SMS? Stand kein Name dran, nichts. Ich habe mir da auch nichts weiter dabei gedacht, weil es ging um 4.000 Euro, die ich bekommen sollte für eine ganz leichte, easy Sache. Was heißt das konkret? Ja, was stand denn da drin, 4.000 Euro für eine easy Sache? Ja, ich sollte 4.000 Euro bekommen, wenn ich ein kleines Kind von der Schule abhole. Von der Schule. Und da stand auch drin, welche Schule? Und, ja, natürlich. Und dann bin ich halt zu der Schule hingefahren. Wann sind Sie da hingefahren? Zur Mittagszeit, wenn die Schule zu Ende war, als die Schule zu Ende war. Und dann? Und dann habe ich das kleine Kind gepackt, habe das eingeladen. Und dann wurde mir per SMS immer mitgeteilt, wo ich hinfahren soll. So wie ich ihn einschätze, ist sein Charakter nicht gerade von höherer moralischer Natur. Das scheint eindeutig zu sein. Er wird hier praktisch ferngesteuert und nimmt es sofort an, weil er einfach gierig ist. So, und wie kommen Sie zu dem Auto? Haben Sie es geklaut oder was? Das stand vor meiner Tür, der Schlüssel steckte, das war Teil der Abmachung. Was heißt Teil der Abmachung? Das stand auch in der SMS mit drin. Dass Sie ein Auto vor die Tür gestellt bekommen? Ich bekomme das Auto, ich bekomme die 4.000 Euro. Moment, Sie bekommen das Auto, Sie dürfen das Auto anschließend dann behalten? Das war nicht ganz klar, deswegen wollte ich es verkaufen. Sie wollten das Auto verkaufen? Deswegen war der Typ bei mir, der wollte das Auto kaufen. Wie kommen Sie zu diesen 4.000 Euro? Die lagen da, wo ich das Kind hingebracht habe. Gut, okay, also für uns ist jetzt erstmal wichtig, das Mädchen zu finden. Ungefähr wohin haben Sie sie gebracht? Wie sah das da aus? Erinnern sich irgendwas? Ja, können Sie uns das auf einer Karte zeigen? Kleine Garten. Wir haben noch eine Karte drüben. Kommen Sie mal mit. Für die Kriminalkommissare ist klar, der Kleinkriminelle war nur das ausführende Organ. Die Polizisten müssen jetzt ermitteln, wer sein Auftraggeber ist und vor allem, wo sich das Mädchen befindet. Das muss hier vorne irgendwo sein, das ist da, die da. Ecke da. Und was genau, wo genau war das? Irgendwie so eine Schrebergartensiedlung. Eine Schrebergartensiedlung? Ja, irgendwie so. Da haben Sie das Kind hingebracht. Ja. Was haben Sie denn gemacht? Wie können Sie denn ein Kind in einer Gartensiedlung lassen? Das ist doch nur ein achtjähriges Kind. Ja, meine
hart. Bitte, was sind Sie denn für ein Mensch? Das geht doch gar nicht. Gut, okay. Sie ist Michi, alleine. Ich würde vorschlagen, ihr fahrt auf jeden Fall schon mal los, da grob in die Richtung. Wir versuchen da jetzt noch mal genaues herauszukriegen über die Hütte, wie die ungefähr so aussieht. Das kommt nicht in Frage. Das ist besser nicht. Bitte, besser es ist mein Kind. Es hat Angst, bestimmt. Michi? Bitte. Ja, okay. Ja? Dann nimmst du sie mit. Sie bleiben. Wir gehen noch mal ins Vernehmungsraum. Ja.